Wäre es möglich, dass es für jeden von uns ein Ablaufdatum gibt, was die Schatzsuche betrifft? Ihr fragt euch bestimmt, was meint er mit Ablaufdatum und wie soll die Schatzsuche ein Ende haben? Lasst uns dafür zuerst in die Steinzeit reisen, um euch den Gedankengang näher zu bringen. Der Homo erectus lebte unter schwierigen Konditionen. Er musste sich adaptieren und sein Überleben gewährleisten. Neben den ersten Großwildjagden, wo er stetig sein Leben aufs Spiel setzte, hatte er auch noch das Feuer genutzt, um seinesgleichen am Leben zu erhalten. Unter anderem musste sich der Arme auch noch in einem rasanten Tempo fortpflanzen, wo der Begriff Geschlechtsverkehr eine ganz andere Bedeutung bekommt. Da fragt man sich doch, wo hat er denn die Motivation herbekommen? Ganz einfach, durch Dopamin. Dopamin ist ein biogenes Amin, welches ein wichtiger, überwiegend erregend wirkender Neurotransmitter des zentralen Nervensystems ist. Vereinfacht gesagt, ist es das Glückshormon. Somit beeinflusst es die menschliche Psyche und ist für die Antriebssteigerung und die Motivation verantwortlich. Nun lässt sich auch die Frage leicht beantworten, wo der Homo erectus seinen Antrieb herbekam. Durch das erste Entzünden des Feuers und der geballten Ausschüttung der Glückshormone, welche sich mit dem ersten Wildfang erhöhten und schlussendlich mit der Fortpflanzung ein förmliches Feuerwerk im Gehirn verursachten, war er schon fast nicht aufzuhalten. Nehmen wir das Beispiel des Feuers zur Hand. So steigert sich die Dopaminausschüttung im Gehirn. Mit jedem Versuch steigt jene, bis man schlussendlich das Feuer zum Entfachen bringt. Zu diesem Zeitpunkt überkommt unseren Körper eine gewaltige Ladung an Dopamin. Jene fällt jedoch ziemlich schnell wieder in Ausgangslage. Durch die Vernetzung unserer Synapsen schickt uns unser Gehirn das Signal, dass sich das gut angefühlt hat und bittet um Nachschub. Und so sucht der menschliche Körper wieder nach einer neuen Möglichkeit, dieses Gefühl zu empfinden. Dieses Phänomen verfolgt uns schon bereits seit etlichen Jahrhunderten und jeder hat dieses Verlangen. Nicht ohne Grund wünschen sich viele vielleicht einen neuen Detektor oder eine neue Schaufel oder eine Form von Unterhaltung, wie auch dieses Video. Das ist alles schön und gut, doch was passiert, wenn wir die verlangte Dosis, die wir uns von Geburt an angeeignet haben und versuchen täglich zu erreichen, um eine gewisse Art von Glück oder Freude zu empfinden, nun nicht ausreichend ist? Ist der sogenannte Dopaminspiegel zu niedrig, so bleiben bestimmte Reize unbeantwortet. Das kann sich in Form von Antriebslosigkeit, schwindender Konzentration und fehlender Motivation äußern. Und genau das bringt uns zur eigentlichen Fragestellung. Hat die Schatzsuche ein Ablaufdatum? Stellt euch vor, man geht in regelmäßigen Abständen auf die Schatzsuche und man hat das Glück, das eine oder andere wertvolle, mal beiseite gelegt, ob jenes einen persönlichen oder materiellen Wert hat, zu finden. Die Ekstase in einem wächst und das Verlangen, jenes Gefühl an Freude zu verspüren, ist vergleichbar wie mit eurer Lieblingssüßspeise. Schwierig zu widerstehen. Aus diesem Grund macht man sich wieder auf die Suche und findet wieder etwas Neues, was man vielleicht noch nicht gefunden hat. Und so dreht sich das Teufelsrad weiter. Durch die von uns selbst gesetzten Erwartungen und somit die zu erreichende Dosis könnte doch unter Umständen irgendwann der Zeitpunkt erreicht werden, an dem man alles gefunden hat, was man finden wollte und somit kein neues Ziel vor Augen ist, welches uns neue Freude bereiten kann. Bei manchen könnte dieser Zeitpunkt auch viel früher geschehen, wenn man zum Beispiel nicht allzu viel findet und somit die mangelnde Motivation dazu führt, die Schatzsuche ruhen zu lassen und sich den Dopaminspiegel anderswertig zu holen. Denkt ihr, ist an dieser Aussage ein Stückchen Wahrheit dran oder ist das alles nur wildes Geschwafel von eurem guten Lieb-TV? Mit diesen Worten möchte ich euch nur eine Sache mitgeben. Nicht nur Silber, Gold und Edelschmuck werden euch das ersehnte Dopamin geben, sondern versucht auch die kleinen oder geschichtlichen Gegenstände wertzuschätzen und lasst nicht euren Verstand euch die tollen Abenteuer vermiesen.